So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu As Far As The Eye. Und wir sind immer noch eigentlich im Tutorial. Ich hoffe, dass ich diese Folge des Tutorial abschließen kann, weil es ist nicht mehr weit. Wir müssen eigentlich nur noch diesen Weg schaffen und diese Sachen hier finden bzw. herstellen. Ich glaube, das letzte Mal war irgendeiner gerade, genau er hier, auf dem Weg in die Ruine. Die anderen machen, kümmern sich ums Essen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und hier wollte ich schauen, was passiert. Jetzt ist er in den Ruinen. Obsoletes Wissen. So, das folgt dem Geruch von Papier und Pergament. Diese Ruinen sind ein uralter Ort der Weisheit. In einem der wenigen noch entzifferbaren Bücher erlernt Sodas neue Techniken zur Kommunikation mit den Geistern. Nun, neu ist immer ein relativer Begriff und schließlich muss Sodas einiges des Neuerlernten gleich wieder verlernen. Die gesammelte Erfahrung als kein Handwerk geht verloren. Hä? Hä? Hat er jetzt... Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Er ist jetzt Züchter, aber er ist auf jeden Fall der beste Bauarbeiter. Aber der kann alles so ein bisschen. Kann auf jeden Fall auch Obst sammeln. Und er kann auch anbauen. Okay, ja, schauen wir mal. Das heißt, Erz, wieso habe ich denn 21 Erz? Also für Erz brauchen wir auf jeden Fall eine Mine. Die können wir ja mal hier bauen. Ne, er ist der beste Bauarbeiter, das kann er bauen. Wir haben auch genug Rationen. So, hatten wir. Jetzt ist nämlich das aufgebraucht. Wobei, hier gibt es noch mehr. Dann holst du dir die da bitte. Ah, der macht das. Macht er bereits. Was kümmere ich mich denn hier? So, das ist jetzt ein Architekt der Stufe 1. Du kannst einen neuen Handwerksbonus auswählen. Oh. Hier unten... Das heißt, Reparaturkosten oder von diesem Zögling errichtete permanente Gebäude halt plus 50 LP. Ja, Reparaturkosten. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt was kaputt geht. Ich nehme jetzt mal das hier, weil ich nicht glaube, dass da was kaputt geht jetzt erstmal. Ich hoffe es zumindest. So, das heißt, wir hätten jetzt hier eine Mine, aber wir brauchen unbedingt Holz. Die Bäckerei, deswegen wirst du erstmal Holz sammeln gehen. Weil wir jetzt nämlich schon kein Holz mehr haben. Das heißt, du kannst auch mal Holz sammeln. Die anderen sollen hier weitermachen. Wir sammeln jetzt erstmal wieder 100 Holz für eine Weide. Rationen haben wir noch genug. So, und da haben wir schon genug. Oh, guck mal hier. Das heißt, du kannst erstmal weitermachen hier mit den Kuchen. Und hier tun wir mal gucken, was die uns anzubieten haben, der Stamm. Beten, plündern, was? Nee, das kann ich nicht machen. Doch, kann ich. Hä? Ich habe doch hier genug. Opfergabe. Wieso geht das nicht? Ist ja doof. Das ist ja doof. Na gut, dann halt nicht. Aber dann baust du halt eine Weide. Und die baust du hier hin. So, dann musst du auf jeden Fall Holz sammeln. Und zwar zackig. So, Holz sammeln. So, jetzt haben wir hier ja relativ viel davon. Sie gibt das, hat das gerade abgegeben, deswegen würde ich jetzt gerade mal vorschlagen, Wolle ein bisschen zu sammeln, bis wir da genug haben. 120 brauchen wir da. Und von den Kürbissen, Kürbrikas haben wir gerade noch genug. Wir haben auch wieder richtig viel Rationen, also alles gut. So, das sieht doch gut aus. Oh, meine Katze will gerade aus der Tür. Ich muss gerade mal die Tür aufmachen.
So, sonst kratzt die nämlich und miaut und macht rum. Wie sich das gehört für eine Katze, ne? So, wir warten immer noch, bis entweder hier das hier leer ist oder genug Wolle da ist. So, genug Wolle ist da. Genug Holz ist auch da. Wir sammeln nochmal weiter damit, davon. Wobei wir da so massig haben. Da könntest du auch mal jetzt... Du bist ja die beste Sammlerin. Gehört denn zum Sammeln auch Stein und so? Nee, gehört nicht, ne? Hier, Raya kann das am besten Stein sammeln. Aha. Deswegen, Raya. Was mir hier noch fehlt, wäre so ein, also, ne, dass die alle überall sind, dass ich die immer anklicken kann. Das wäre doch super. Das heißt, ich muss die jetzt erst finden. So, genau. Du machst nämlich jetzt das hier. So, und jetzt guck mal. Wir haben jetzt dann gleich keine Kürbisse mehr, Kyprikayas mehr. Und dann haben wir aber so viele Rationen. Termiten. Was machen die? Aus den Termitenhügeln tief im Dschungel wagt sich eine Schar sehr hungriger Termiten hervor und finden in dem Holz einiger unserer Gebäude genau die Nahrung, die sie gesucht hatten. Alle Gebäude, die an Dschungel angrenzen, verlieren 70 LP. Verdammt. Wie viel hat denn so ein Ding? 125. Okay, hier müssen wir echt gucken. Aber dazu, da hätte ich dann doch, ne, die andere Sache nehmen sollen. Das Reparieren. So, das Holz ist aufgebraucht. Das heißt, so, das muss sowieso gleich reparieren, ne? Und zwar hier. Ah, die hier, das zählt aber nicht als Gebäude. Das ist gut. Das ist gut. Hier kann ich auch nochmal Behausungen bauen. Im Zeltlager. Okay. Nee, du tust bitte das hier reparieren. Jorda. Diese Stimmen finde ich echt cool. So, und jetzt gleich müssten wir auch genug Erz haben. Getreide ist aufgebraucht. Ist aber echt nicht schlimm, weil sie in einer Runde genug Erz. So, jetzt haben wir genug Erz. Das heißt, wir können reisen. Wir nehmen noch so viel Essen mit. Das sieht gut aus. Das nehmen wir mit. Ich hätte das letztes Mal so gestellt, weil dann hier noch ein bisschen Platz war. Getreide. Das hier ist so. Nochmal Getreide. Ach, und das sieht so aus. Kann ich das noch irgendwie anders machen? Ne, schwierig. Das könnte eins nach hinten. Aber drehen kann ich die Dinger nicht, ne? Irgendwie mit R oder so. Wäre nicht schlecht. Nee. Okay. Dann muss es so sein. Wir reisen ab. So, endlich hat der Stamm das Auge erreicht. Kurz nach ihrer Ankunft fällt den Zöglingen kaum auf, dass Sodas verschwunden ist. Raja folgt Billy langsam ins Zentrum des Dorfes, wo sich die Küchenmeister und Bäcker aller Stämme treffen, um die verschiedensten köstlichen Gerichte zu bereiten. Diese Köche bei der Arbeit zu beobachten gleicht einem sorgfältig choreografierten Tanz. Raja ist überwältigt und versucht schüchtern, sich an dem Ritual zu beteiligen. Billy heißt Raja mit einem strahlenden Lächeln willkommen. Raja fühlt sich wie ein Instrument in einem großen Orchester und verwandelt sich, um Teil dieses erhabenen Ganzen zu werden. So, das versteckt sich vor den anderen Zöglingen, um sich unbeobachtet eine köstliche Tat nach der anderen in den Mund zu stopfen und dabei vor Freude beinahe zu weinen. Es ist alles noch viel köstlicher, als Sodas in Erinnerung hatte. Yu nutzt die Zeit für ein Nickerchen im Schatten der Obstbäume im Süden der Insel. Am Abend wird die Feier ihren Höhepunkt erreichen. Jetzt ist die Zeit, einen Moment der Ruhe zu erhaschen.
der einzig und allein von der sanften Brise begleitet wird. So, das heißt, wir hätten jetzt... Naja, das haben wir nicht geschafft, aber das hätten wir auch hingekriegt, wenn ich das gewusst hätte vorher mit dem Essen. Eigentlich das Kapitel bzw. Tutorial durch. Und ich würde sagen, ich fange ein neues Spiel an. Aber das fange ich nicht jetzt an, sondern erst nächste Folge. Das heißt, diese Folge ist ein bisschen kürzer und morgen wird es dafür wieder 20, 25 Minuten gehen, weil wir hier anfangen, ein neues Spiel zu machen. Ich freue mich drauf, weil ich bin gespannt, was für Zöglinge wir uns da mitnehmen. Und ich denke, dass das Roguelike dabei ist, dass man diese Zöglinge nachher wieder hat, um die weiterzuentwickeln, was ja echt eine coole Idee ist. Und ja, mal gucken, wie groß kann denn so ein Stamm sein und was wird uns da noch erwarten? Ich bin gespannt. Ich sag mal, Leute, bis morgen, macht's gut. Bis dann.